Filmauto, Traumauto, Fehlkonstruktion und Mängelriese. Der DeLorean DMC-12 ist alles in einem Fahrzeug. Heute ist es ein rares, gesuchtes und sehr teures Sammlerstück geworden, fest in Liebhaberhänden. Und wir wollen mal schauen, wie der Filmstar von einst heute sich anfühlt und wie er fährt. Ganz wichtig bei diesem Auto ist aber die Entwicklungsgeschichte zu kennen, denn die ist sehr, sehr schräg und alles andere als geradlinig. John DeLorean, der hat bis 1973 bei General Motors als Vorstandsvorsitzender gearbeitet und als Chefingenieur von Pontiac. Er konnte seine Ideen dort nicht umsetzen. Seine Ideen vom rostfreien Auto, vom sparsamen Auto, vom sicheren Auto und vom generell innovativeren Fahrzeug. General Motors war eine Firma in den 70ern, die ihr Design sehr häufig geändert hat, aber die Technik blieb meistens die gleiche. Bei seiner 1973 neu gegründeten Firma DMC, DeLorean Motor Company, sollte alles anders werden. Das Design von diesem Fahrzeug stand schon 1975 fest. Das ist ein Giugiaro-Entwurf, der lag auch schon in der Schublade, denn ursprünglich sollte das der Porsche 928 werden, den Porsche aber so abgelehnt hat. Und darauf basiert der DeLorean, der übrigens einen Mittelmotor bekommen sollte. Aber da DeLorean keine Aggregate gefunden hat für sein Fahrzeug, die zuverlässig waren und die auch bezahlbar waren und leistungsfähig waren, ist er dann auf den Euro V6 ausgewichen von Peugeot, Renault und Volvo. Dieses Aggregat ist ein V6 mit 90 Grad Bankwinkel, der passte aber nicht mehr in die Mittelmotorbauweise und so musste das komplette Fahrzeuglayout umgestrickt werden. Das sollte wiederum Porsche machen. Die haben gesagt, wir brauchen dazu 5 Jahre, viel zu lange, um das Auto auf den Markt zu bringen. Und so ging er dann zu Lotus und die haben das Ganze in 18 Monaten hinbekommen. Also schon ein Hexenwerk. Mit 200 Leuten haben die das in 18 Monaten umgefrickelt, das ganze Auto. Vom Mittelmotor auf Heckmotor, das Chassis mehr oder weniger von Lotus Esprit übernommen. Und die Form ist unverändert geblieben, aber darunter steckt einiges an Lotus Know-how und Technik. Und fabriziert wurde das Auto nicht in den USA, sondern in Irland, weil die britische Regierung dem Herrn DeLorean 100 Millionen Pfund Unterstützung gegeben hat zum Bau der Fabrik, in der 2700 Leute arbeiteten, die allesamt zuvor überhaupt keine Erfahrung hatten mit dem Bau von Automobilen. Die kamen aus völlig anderen Wirtschaftszweigen. Und so kam eines zusammen, also eine extrem schnelle Entwicklung, eine Fabrik, die zwar hochmodern war, aber Arbeiter, die entsprechend noch nicht geschult waren, massiver Zeitdruck und anfangs große Qualitätsprobleme bei diesem an sich sehr innovativen Auto, wobei wir jetzt gleich beim Außencheck wären. Außencheck am DMC 12. Die 12 steht übrigens für den Kaufpreis von $12.000, die das Coupé ursprünglich mal kosten sollte. Es sind dann aber $25.000 geworden. Das Besondere an dem Auto ist die Karosseriebauweise. Wir haben hier einen Rahmen aus Stahlblech, einen Doppel-Y-Rahmen. Der kommt vom Lotus Esprit, etwas abgewandelt. Darauf sitzt eine zweiteilige Kunststoffkarosserie und die ist beplankt mit diesem wunderbaren Edelstahl. Dieser Edelstahl ist nicht lackiert, auch sonst nicht behandelt. Der ist schlichtweg nur gebürstet und die Kunststoffkarosserie ist von außen mit diesen Panels komplett verkleidet. Einzig die Türen, die sind komplett aus Edelstahl gefertigt. Und das gibt dem Auto seine einzigartige Optik. Und wenn man mal einen DeLorean sieht, der eine andere Farbe hat als Silber, dann ist das sehr aufwendig grundiert und später nachlackiert. Ab Werk gab es nur diese Ausführung. Und dieses Heckteil hier, was das Heckfenster verkleidet, nennt sich übrigens Louvre. Warum der Louvre so heißt, kann ich nicht sagen, wie das Kunstmuseum in Paris. Ich sehe da keinen direkten sachlichen Zusammenhang. Was ich allerdings sagen kann, ist, dass diese Polyurethan-Stoßfänger- oder Heckeinheit, genauso wie die vordere, ihrer Zeit weit voraus war. Das Material ist elastisch, stoßabweisend, lässt sich komplett als eine Einheit tauschen und macht das Auto organisch wie aus einem Guss. Die größte Show am DeLorean sind die Flügeltüren. Er ist das zweite Serienauto nach dem Mercedes 300 SL aus den 50er Jahren, der Flügeltüren hat. Die lassen sich übrigens kinderleicht öffnen und schließen. Da ist kaum Nacharbeiten nötig. Das liegt an einer sehr, sehr aufwendigen und sehr haltbaren Konstruktion übrigens. Mit Torsionsdrehstäben, die hier eingebaut sind in der Dacheinheit, entwickelt und hergestellt von einem Flugzeughersteller in Amerika. Die ganze Tür ist komplett aus Edelstahl gefertigt und wiegt 33 Kilogramm. Öffnen und schließen. Auch hier immer in diesem Bereich nicht vorne anfassen, denn die Tür kann sich verziehen und da gibt es Windgeräusche und die Spaltmaße stimmen nicht mehr. Auch das Schließen, gar kein Problem. Fensterausschnitt
nur sehr klein, elektrisch betätigt. Das liegt daran, dass die Wölbung der Tür verhindert, dass das komplette Fenster in den Türschacht einfahren kann. Und wenn wir jetzt schon mal bei der Tür sind, dann können wir auch gleich mal in den Kofferraum gucken. Der öffnet sich mechanisch hier an einem Seilzug. Tür wieder zu. Kofferraum auf. Hier wird nicht nur der Kofferraum beladen, hier wird auch getankt. 51 Liter Kraftstoff fasst der Tank, der hier unter dem Kofferraumboden ist. Übrigens bleifrei, denn der DeLorean hatte schon 1981 serienmäßig einen G-Cut. Haube schließen, Tür öffnen, was ich übrigens 1000 Mal am Tag machen könnte. Ich finde es so geil, diese Tür. So, jetzt kommen wir zum Motor, der den Sprit verbraucht, der V6, und wieder zu. Den Louvre öffnen, der ja immer unverschlossen ist. Und die entriegelte Abdeckung des Motors, die aber auch noch mal hier arretiert werden muss. Ein bisschen fummelig. Und da ist er, der 2,8 Liter Euro V6 von Renault, Peugeot und Volvo. 132 PS Leistung aus 2,8 Liter Hubraum. Das sind jetzt nicht so die Hammer-Sportwagenwerte. Aber das Auto ist für seine Zeit gesehen in einer Liga mit einem 924, 125 PS, mit einem Datsun 280 ZX, der Sauger, Reihensechser. Die liegen im ähnlichen Bereich, was die Fahrleistung angeht. 200 Spitze macht er mit 5-Gang Schaltgetriebe, 0 auf 100. Da macht er so 10 Sekunden circa Braucher. Es ist kein Sportwagen in dem Sinn, dass es ein wirklich schnelles Auto ist. Es ist eher ein Gran Turismo. Hier an dem V6 sieht man auch schön, dass der so ein bisschen reingefrickelt wurde. Das ist ein Auto mit einer mechanischen Benzineinspritzung von Bosch, nämlich mit der Cargetronic. Und die Cargetronic wurde hier kombiniert mit einem geregelten Katalysator, was es so von Bosch aus nie gab. Den Katalysator gab es erst mit DKE-Getronic. Und diese Einspritzanlage hier funktioniert noch rein mechanisch. Und die haben hier den Rücklaufschlauch vom Sprit, der hier vom Mengenteiler kommt, direkt am Abgaskrümmer her verlegt. Da muss man besonders darauf achten, dass dieser Schlauch in einem guten Zustand ist. Weil wenn der porös ist und der Sprit austritt, landet er direkt am Abgaskrümmer und dann steht die ganze Kiste in Flammen. Es gibt übrigens noch einen anderen Grund, warum das Auto in Flammen steht. Den zeige ich euch mal jetzt. Der ist nämlich im Innenraum zu finden. So, jetzt kommen wir zur zweiten heißen Stelle in diesem Auto. Und das ist hier unter der Ablage, wo sich eigentlich der Mittelmotor befinden sollte. Wo aber jetzt eine Ablage ist für einen Golfback. Und unter der Ablage versteckt sich der Sicherungskasten. Und der Sicherungskasten, der hat das Problem, dass er zu heiß wird. Und das liegt an zu dünnen Kabelquerschnitten, an korrodierenden Masseverbindungen. Das ist ganz, ganz wichtig bei diesem Auto, regelmäßig alle Masseverbindungen zu reinigen und dafür zu sorgen, dass alle Kontakte sauber sind, dass der Strom überall fließen kann. Und regelmäßig kontrollieren, ob mit den Sicherungen alles okay ist. Ganz wichtig bei diesem Auto, um einem Kabelband vorzubeugen. Teppich zu. Ja, im DeLorean zur Ausstattung, die ist immer die gleiche gewesen. Also wir haben hier grundsätzlich immer eine Lederausstattung im Auto. Man konnte nur zwischen der Farbe Schwarz und Grau wählen. Hier haben wir das graue Interieur. Serienmäßig sind immer die elektrischen Fensterheber hier in der Mittelkonsole. Serienmäßig ist die Zentralverriegelung, wird hier betätigt. Serienmäßig ist das schicke Kassettenradio. Hinter dem Display verbirgt sich der Kassettenschacht. Sehr stylische Lösung. Serienmäßig auch die Klimaanlage. Original befüllt mit R12, kann aber umgerüstet werden auf R134A. Serienmäßig auch ein Lederlenkrad. Sitzposition und so weiter ist sehr ordentlich, wenn man erstmal drin ist. Auch das Raumangebot. Instrumentierung sehr üppig. Voltmeter, Temperaturanzeige. Öltemperatur haben wir auch noch. Kraftstoffstand und so weiter, natürlich Standard. Ganz wichtig bei dem Auto, immer darauf achten, dass der Tacho funktioniert. Der geht nämlich häufig kaputt. Der hat einen Antrieb in der Radnarbe, bricht ganz häufig. So, jetzt sind wir endlich bereit, um zu starten, abzuheben im DeLorean. Eins vorweg noch. Die Leerlaufdrehzahl, die ist leicht erhöht. Da ist ein Temperaturfühler von der Cargetronic defekt. Gar keine große Sache. Das Auto fällt für 20 Sekunden auch bei betriebswarmem Motor eine etwas erhöhte Leerlaufdrehzahl von etwas über 2000 Touren. Ist nach 20 Sekunden passé das Problem.
Ersatzteile sind bei diesem Auto generell überhaupt kein Thema. Es gibt immer noch eine Vertriebsgesellschaft für Ersatzteile, die DeLorean Motor Company in Houston in Texas, die sämtliche Ersatzteile für dieses Auto vorrätig hält, egal ob es Karosserieteile sind, Interieurteile. Jedes Teil, was hier verbaut ist, ist neu, gebraucht oder in einem guten Zustand immer noch zu beschaffen. Also Ersatzteilversorgung ist überhaupt kein Problem bei diesem exklusiven Auto. Und jetzt geht's los mit etwas erhöhter Drehzahl. In Parchim auf dem Flughafengelände. Hier testet Autobild Classic und Autobild alle Fahrzeuge. Hier messen wir Bremswege, machen wir Ausweistests. Es geht ja wunderbar auf dem Flughafengelände. Die Sitzposition hier in dem Auto, sehr tief, sportlich in dem Sinne. Ich finde den breiten Mitteltunnel hier recht komfortabel. Es gibt irgendwie so ein behagliches Gefühl. Das liegt auch daran an der Bauweise, weil das der Rahmen, darunter ist der Rahmen vom Lotus. Es ist aber auch luftig. Also ich habe ja genug Platz, trotz meiner Größe von, ja, so groß bin ich jetzt auch wieder nicht, 1,85, stoße ich hier nicht an die Decke. Ja, das passt auch noch mit Mütze. Das ist ganz gut. Wir merken hier auf der Fahrbahn, trotz der ganzen Höckel, die wir hier haben, federt das Auto jetzt nicht völlig unkomfortabel. Ja, wie wir schon erwartet haben, ist der 2,8 Liter V6 mit 132 PS jetzt kein Reißer. Es ist kein Auto, das Bäume ausreißt, aber man muss das auch noch mal relativieren für die Zeit. Wir sprechen hier vom Jahr 1981 und da waren 200 km/h schon durchaus sportlich. Also beispielsweise die Mercedes Mittelklasse, so ein 280e, das Topmodell, das fuhr auch nicht schneller als 200 Sachen. Und ein Beschleunigungswert von 0 auf 100 in 10 Sekunden. Ist jetzt auch nicht die Obersportliga, ist jetzt aber auch bestimmt nicht unsportlich. Ich beschleunige das Auto jetzt mal hier einmal durch. Der Klang eher rau. Wirklich laut wird er aber nicht. Fahrleistung, naja, 10 Sekunden 0 auf 100 sind jetzt kein reißerischer Wert. Allerdings ist das auch nicht unsportlich. Und eine Spitze von 200 km/h war 1981 durchaus im Bereich des Sportlichen zu sehen. Also beispielsweise liegen dazu ein 280ZX oder Porsche 924 mit der 2-Liter-Maschine ungefähr gleich auf mit dem DeLorean. Aber man hat sich mehr erwartet. Eigentlich war das Auto auch geplant mit 160 PS. Die erreicht er auch heute noch, wenn man dann eine andere Auspuffanlage dran baut. Und fertig geplant war auch ein Biturbo V6. Allerdings kam es dazu später nie, weil DeLorean das Geld ausging. So bleibt der 2,8 Liter Euro V6 die einzig mögliche Motorisierung für das Auto. Zu den Fahreigenschaften. Das Auto hat deutliche Karosserieneigung, Seitenneigung. Wenn man in Kurven etwas heftiger einschlägt, auch durchaus zeittypisch. Zum Fahrverhalten, wie wir das im Slalom sehen, ist es so, bei erhöhtem Leistungseinsatz kann das Heck schon mal kommen. Da lagern 63% des gesamten Fahrzeuggewichtes. Ansonsten ist das Auto aber eher untersteuert ausgelegt. Aber an die Karosseriebewegungen muss man sich gewöhnen. Generell ist das Auto vom Fahrverhalten her etwas schwergängig, Pedalerie. Die ganzen Bedienkräfte sind etwas höher, auch bei der Lenkung. Ich finde das genau das aber gerade gut, weil das Auto gerade für ein US-Auto eine sehr, sehr gute Rückmeldung bietet. Also die Lenkung ist quasi spielfrei, vermittelt richtig guten Fahrbahnkontakt. Die Schaltung, die Wege sind relativ kurz, ist jetzt nicht traumhaft leichtgängig, aber auch nicht völlig hakelig, liegt irgendwo da im Mittelbereich. Pedalerie ist auf den ersten Blick etwas gewöhnungsbedürftig, weil die Bedienkräfte sind etwas höher. Aber das passt alles zum Fahreindruck, denn das Auto gibt ein Feedback von der Straße. Und das ist ja von einem US-Auto ganz häufig nicht zu erwarten und untypisch. Also insgesamt kann man sehr, sehr lässig in diesem Auto sitzen und Kilometer zurücklegen. Fünften Gang einlegen, rollen lassen, da vorne am Armaturenbrett klappert irgendwas.
Verarbeitung war ja nicht die große Stärke von DeLorean. Das merkt man an ganz vielen Details, wie auch Karosseriespalte oder sowas. Also da darf man niemals deutsche Maßstäbe anlegen. Das ist alles etwas nonchalant zusammengebaut. Aber es gehört zum Auto einfach mit dazu. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch sehen, bei den Verarbeitungsmängeln, das Auto ist 40 Jahre alt. Und da haben wir selbst bei den Automarken mit der besten Verarbeitung, Audi, Mercedes, Porsche, kann da mal im Laufe der Jahre was verschleißen. Völlig normal. Das Schöne an dem Auto ist ja, dass die Ersatzteilversorgung gesichert ist und dass es nicht nur daran liegt, wie besagt, dass es eine Firma gibt, die sich um die Ersatzteilversorgung kümmert, sondern auch daran, dass ganz viele Gleichteile mit anderen Autotypen hier verbaut sind. Also wir haben ja zum Beispiel den Aschenbecher von einem Porsche 924, wir haben da den Handschuhfachkastendeckel, der ist von einem Scirocco, wir haben die Bremsanlage vorne, die ist von einem Ford Cortina und so weiter und so weiter. Wir finden etliche Gleichteile mit Großserienautos, ganz zu schweigen vom Fünfganggetriebe und dem Motor. Das war bei so vielen Marken und in so hohen Stückzahlen eingebaut, dass es da überhaupt keine Versorgungsengpässe gibt. Fazit zum DeLorean. Da gibt es die einen, die sagen, das ist für mich kein Sportwagen, der kann doch nichts mit 132 PS aus 2,9 Litern. Das Auto ist überhaupt nicht dynamisch zu bewegen, sieht sportlich aus, aber hält überhaupt nicht, was es optisch verspricht. Ich finde, dass das nicht zutreffend ist. Zum einen lässt sich der DeLorean mit seiner Leistung, die er hat, ganz kommod bewegen. Es ist kein wirklich sportliches Auto, aber das ist ein Auto, was sehr, sehr guten Fahrbahnkontakt vermittelt. Ich habe das Gefühl, dass alles mechanisch ineinander greift. Ich spüre den Kontakt zum Asphalt in dem Auto. Also natürlich ist es kein super agiler Sportwagen, aber das ist ein guter Gran Turismo. Ich kann mir super vorstellen, mit dem DeLorean hunderte von Kilometern zu fahren, entspannt mit 130, 140. Denn für einen Ami vermittelt der ein erstaunlich direktes Gefühl für die Straße. Abgesehen davon finde ich, dass der DMC ein außergewöhnliches Design hat. Ich mag seine Papierfaltform, das sieht einfach alles schnittig aus. Total klares Design. Ich stehe voll auf diese Flügeltüren. Finde ich grandios. Das Auto hat so viel Charisma und ist so unverwechselbar und hat so eine ganz besondere Geschichte und darüber hinaus eine perfekte Ersatzteilversorgung. Ich finde, das ist ein richtig klasse Auto. Ich mag den DeLorean.